Viele Marken, fairer Preis. Auto Püringer, der Spezialist für Jahreswagen. auto-püringer.at. Trucks, Trailers, Transporter, Busse und Baufahrzeuge for your business. www.starend-lkw.com. Raiffeisenbank Beuerbach. Wir unterstützen Sport und Kultur mit 7 Bankstellen, stark verwurzelt in der Region. Wer zuverlässig von A nach B liefern möchte, braucht einen Logistikpartner, der sich von A bis Z um alles kümmert. Spedition Keimelmeier, keimelmeier.at. Wir sind für Sie dort, wo etwas los ist. Ihr Regionalmagazin in Donau-Hausruck, auch als E-Paper auf regional-magazin.at. Diese Woche neu in 88 Gemeinden in 7 Bezirken. Die Union Peuerbach ist in den letzten Wochen in einem richtigen Feierstress. So schaffte man vor 2 Wochen durch ein 1:1 auswärts und dem fulminanten 6:2 Heimsieg vor der Rekordkulisse von über 1200 Fans erstmals den Sprung in die oberösterreichische Landesliga. Dass dieser historische Erfolg natürlich länger als nur ein paar Stunden gefeiert wurde, das versteht sich von selbst. Wir sausen von einer Großveranstaltung zur anderen. Uns freut es besonders, dass so viele Leute immer kommen zu uns nach Beuerbach. Ich denke, wir haben mit den letzten Veranstaltungen bewiesen, dass wir auch größere Dinge gut organisieren können und dass die Leute zufrieden nach Hause gehen. Die Landesliga West ist natürlich auch für uns sehr attraktiv. Von vorn her ist nicht viel Unterschied wie in der Bezirksliga. Wir haben ein paar Derbys mit Andorf, Dorf und wie zum Beispiel Esternberg und den SK Schering. Das sind natürlich attraktive Gegner und wir freuen uns schon drauf. Bevor es in die Landesliga West geht, steht in der Peuerbacher Peugeot Erdl Arena am 28. Juni 2019 ein weiteres Fußballfest am Programm. Im Rahmen der Aktion LASK und Tour gastiert der österreichische Vizemeister, der Quali für die Champions League spielt und auf jeden Fall einen Fixplatz in der Gruppenphase der Europa League hat, im Hausruckviertel. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Erstens, weil ich als Laskler Fan-Präsident natürlich gern da in Beuerbach bin, weil ich da in Beuerbach Fußball spielen gelernt habe. Ich habe da beim Eröffnungsspiel 1973 mitgemacht und habe da, wie gesagt, die Jugend verbracht. Und es ist besonders schön, wenn mein Lask auch bei meiner Union Beuerbach da spielt. Ja, unbedingt. Ich glaube, heute, wir haben eine super Voraussetzung vorgefunden, ne, mit einem super Platz, das Wetter und das Spiel war super, super besucht. Wir haben uns sehr, sehr gut wir haben ein Wohlgefühl und herzlich willkommen und deswegen, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder die Nähe zu unseren Fans haben. Für 2 Akteure des Vorzeigeklubs aus dem Sportland Oberösterreich ist es nicht nur ein Besuch bei Fans, sondern eher ein Besuch bei Freunden. Ja, ganz nach Hause kommen ist ja da nicht. Also ja, die Wurzeln von meinen Eltern liegen natürlich da in der Umgebung, aber ja, ist natürlich schön. Man sieht viele Leute, die man kennt. Ask on Tour, mitten unter den Fans, hat man jetzt gerade gesehen, man unterhält sich mit Freunden. Eine Geschichte, die auch zum sympathischen Lask passt. Ja, sowieso. Gerade in der Sommervorbereitung schauen wir immer, dass wir in ganz Oberösterreich unsere Spiele machen. Wir wollen Nähe zeigen zu den Fans und zu den Leuten. Ich glaube, die freuen sich alle, wenn der Lask kommt und sieht man heute, wie viele Leute da kommen. Bei einem doch sehr heißen Wetter, da könnten auch Leute ins Bad gehen, aber sie kommen, dass sie den Lask anschauen und das freut uns natürlich und da versuchen wir uns so gut wie möglich zu präsentieren. Selbst schon einmal in Beuerbach gespielt, in der Jugend zum Beispiel oder so? In der Schülerliga habe ich mal da gespielt, ja. Sonst in der Jugendmannschaften waren wir eher in anderen Regionen unterwegs, aber ja, war schön, hier mal Fußball zu spielen. Nicht unbekannt, habe in der Jugend auch öfters gespielt und mich freut es, dass ich jetzt im Erwachsenenfußball da spielen darf. Jetzt wahrscheinlich nur nach Linz gewechselt, damit der Herr Papa sich die wöchentlichen Reisen ins Burgenland erspart? Ich glaube, er ist gerne ins Burgenland auch gefahren, also jetzt ist es halt ein bisschen kürzer, aber mich freut es, dass ich wieder daheim bin. Ja. Der Herr Papa heißt mit Vornamen Erich und hat in der letzten Saison den L1 Oberösterreich-Liga-Verein Bad Ischl sehr erfolgreich gecoacht. Statt den Reisen nach Mattersburg geht's jetzt nach Pasching zu den LASK-Matches. LASK,
Vier Buchstaben, die im Land der Vierviertel Massen bewegen. Und das teilweise schon seit zig Jahrzehnten. Schon aus den 60er Jahren. Ich habe irgendwann Ende der 60er das Spiel auf der Google gesehen gegen Sportclub. Das waren damals 33.000, das war faszinierend. Irre. Ja, LASK-Fan auch, ist eh klar. Es geht ja nicht anders als Oberösterreicher. Mehr Union Bayerbach-Fan immer. Also da lasse ich fast kein Spiel außer auswärts. Aber ich schaue mir auch gerne in LASK an. So wie für den Präsidenten und auch für die Fans und für Partner und Sponsoren waren es auch für The Voice anstrengende, in erster Linie aber unvergessliche Tage. Ja, es waren sehr spannende Spiele dabei und es war echt lustig, bei so viel Leuten, überhaupt beim letzten Heimspiel, das Relegationsspiel war toll mit über 1000 Zuschauern, so eine Stimmung, da ist man natürlich gern Stadionsprecher, da macht es richtig Spaß. Spaß macht die Arbeit an diesem Tag sichtbar auch den Neo-Landesliga-Kickern der Union Peuerbach. Denn die versorgen die knapp 1000 Besucher, die sich das Match des LASK gegen den tschechischen Topclub FC Slovan Liberec trotz gut 35 Grad plus nicht entgehen lassen, mit viel flüssiger und auch fester Nahrung. Damit jetzt zum internationalen Freundschaftsspiel zwischen dem LASK und Liberec. Das beginnt nicht mit Feiern, sondern mit einer Gedenkminute an Josef Sepp Ertl. Der große Unterstützer der Peuerbach sieht diesem Match ganz sicher vom Himmel aus zu. Denn Sepp war auch ein glühender LASK-Fan. So wie wohl er sehen die 1000 in der Peugeot Ertl Arena dann in der 9. Minute, wie der österreichische Fußball-Vizemeister zu seiner ersten Halbchance kommt. Aber der Liberec-Goalie kann, wenn auch nicht gerade 1A, klären. 4 Minuten später kommt der 6. der abgelaufenen tschechischen Meisterschaft zu seiner ersten Topmöglichkeit. Nach einer sehenswerten Aktion hat Potocny den Sitzer zur Führung. Er knallt das Spielgerät aber deutlich über den Kasten der Linzer. Nach knapp einer Viertelstunde fehlt dann auf der anderen Seite des Platzes nicht allzu viel zur Führung der Ismael Schützlinge. Wiesingers Wolleschuss streicht um keinen Meter am Liberec Heiligtum vorbei. Nur 3 Minuten später präsentiert der oberösterreichische Kultclubs den Fans eine sehenswerte Corner-Variante. Und nach der ist der LASK abermals durch Wiesinger sehr, sehr nahe dran am 1:0. Kurz danach schickt Neo-Bundesliga-Schiri Stefan Ebner die Aktiven zur dringend benötigten Flüssigkeitsaufnahme. Bei den gut 35 Grad plus eine absolute Notwendigkeit. Diese Trinkpause dürfte den Gästen aus der gut 100.000 Einwohner zählenden böhmischen Metropole besser bekommen sein. Denn sie gehen kurze Zeit später in Führung. Roman Petočný wird mit einer weiten Vorlage ideal bedient und solche Möglichkeiten werden auf diesem Niveau meist in Tore umgemünzt. 26. Minute, der FC Slovan Liberec führt gegen den LASK mit 1:0. 10 Minuten vor dem Gang in die Kabinen versucht es Michol aus der Ferne. Der Versuch nicht schlecht, aber zum 1:1 Ausgleich fehlt dann doch einiges. Nur 120 Sekunden später, dann beinahe ein Traumtor von Otto Banju. Ansatzlos zieht der Linzer ab. Ja, und dann klingen metallische Klänge durch die Peugeot Ertl Arena in Peuerbach. 2 Minuten bevor Schiri Ebner zur Pause pfeift, noch eine sehr starke Aktion der Tschechen über die rechte Seite. Und an deren Ende steht dann das 2:0 für die Ballesterer aus unserem Nachbarland. Mikula mit dem Stangler vors LASK geführt und dort steht Roman Potocny zum zweiten Mal in diesem Match goldrichtig. Danach ist vorerst einmal Schluss, die etwa 1000 auf den Rängen sind zufrieden, denn trotz Sahara-Hitze haben ihnen die Akteure sehr guten Fußball präsentiert. Jetzt geht's zum Getränkefassen und auch zum Autoschauen. Viele Marken, fairer Preis, Auto Püringer, der Spezialist für Jahreswagen.
auto-pueringer.at. Trucks, Trailers, Transporter, Busse und Baufahrzeuge for your business. www.starend-lkw.com. Raiffeisenbank Beuerbach. Wir unterstützen Sport und Kultur mit 7 Bankstellen stark verwurzelt in der Region. Wer zuverlässig von A nach B liefern möchte, braucht einen Logistikpartner, der sich von A bis Z um alles kümmert. Spedition Keimelmeier, keimelmeier.at. Wir sind für Sie dort, wo etwas los ist. Ihr Regionalmagazin in Donau-Hausruck, auch als E-Paper auf regional-magazin.at. Diese Woche neu in 88 Gemeinden in 7 Bezirken. LASK-Neotrainer Ismail tauscht in der Pause mehr oder minder das gesamte Team. Und das hat nur 90 Sekunden nach Wiederbeginn die Peak-Möglichkeit auf 1:2 zu verkürzen. Aber der Gästegoalie klärt zur Ecke. Und auch nach dieser ist der österreichische Vizemeister nahe dran, dieses internationale Freundschaftsspiel wieder spannend zu machen. Es bleibt aber bei der 2:0-Führung des tschechischen Erstdivisionärs. In der 54. Minute sehen die vielen Fußballfreunde in Peuerbach dann beinahe das 3:0 für Slovan Liberec. Ein Traumtor bleibt Mikula aber versagt, weil sein Heber von der Mittellinie das Lask-Tor um ein paar Zentimeter verfehlt. In Hälfte 2 darf auch René Renner das erste Mal für den Linzer Kultclub aufs Feld. Sein Freistoß nach gut einer Stunde nicht schlecht, aber auch nicht gut genug. 5 Minuten später dann diese Aktion der Linzer Eurofighter. Müller bedient Dominik Frieser ideal und jetzt ist der Lask wieder dran an Liberec. 68. Minute, der 1:2 Anschlusstreffer bringt wieder Spannung in dieses österreichisch-tschechische Vorbereitungsmatch. Die ist 12 Minuten vor dem Schlusspfiff durch Bundesliga-Schiri Ebner wieder dahin, denn ein sehr schöner Spielzug bringt den Gästen wieder die 2-Tore-Führung. Mit Frieser drückt allerdings ein Linzer die Kugel über die eigene Linie. Dabei bleibt es dann auch, der FC Slovan Liberec schlägt den Lask mit 3:1. Ja, dass man die Spritzigkeit noch fehlt. Ich glaube, dass wir gute Phase hatten. Wir haben viele Torchancen herausgespielt. Das ist, ich glaube, der Sieg von Liberec in der Höhe ist ein bisschen zu hoch. Im Endeffekt, es wäre eine 2:2, glaube ich, normales Ergebnis. Aber erste Halbzeit, zweite Halbzeit, gute Sequenz gesehen von der Mannschaft in der Offensive auch. Und da, glaube ich, wir müssen daran anknüpfen. Und dann peu à peu wird der Fitness auch dazu kommen. Die Mannschaft lebt von der Fitness, das ist klar. Und deswegen, der Tank ist halb voll momentan. Und wir wollen zusehen, dass in 2 Wochen dass der Tank komplett voll ist. Davon sind wir überzeugt. Und dann wird der LASK das Sportland Oberösterreich auch im Europacup, egal ob Champions League oder Europa League, international ganz sicher top vertreten. Top ist und war auch das, was die Union Peuerbach in den letzten Wochen so alles auf die Beine gestellt hat. Eine erfolgreiche Relegation mit dem Endprodukt Aufstieg in die Landesliga West. Und dann das internationale Freundschaftsspiel zwischen LASK und Liberec. Und all das vor weit über 2000 Fußballfreunden. Jetzt geht's für die Neo-Landesliga-Kicker und auch für die Funktionäre erstmals in die fußballerische Sommerpause. Denn gefeiert hat man gut und lange. Es schaut so aus, ja. Wir haben allen Grund zum Feiern. Aber schon langsam wird es schon ein bisschen viel. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Auch wir freuen uns auf die Spiele der Union Peuerbach in der Landesliga-Westsaison 2019-2020.